Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Tittmoninger, Kirchheimer, Kaier, Astner, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern, die unserem Abendimpuls zuschaut. Heute schauen wir uns wieder eine Grippe von der Hilde Purzer an, nämlich eine neapolitanische, die sie nachgebaut hat, wie sie mal in Neapel war. Dann hat sie sich diese Grippe angeschaut und die neapolitanischen Grippen haben ja etwas ganz Besonderes, nämlich ins Tagesgeschehen wird das Geschehen von Weihnachten hineingesetzt. Meistens ein bisschen abseits, so dass man, wenn man die einzelnen Straßenzüge der neapolitanischen Grippe anschaut, da kommt man aus dem Schauen gar nicht mehr draus, aber man findet immer auch zum Eigentlichen hin. Und hier hat es das nachgebaut und es ist dann sogar der Polizeipräsident von Neapel einmal zu ihr zu Besuch gekommen und hat sich diese Grippen angeschaut und er war ganz begeistert, wie still und naturgetreu das nachgebaut worden ist. Und es fängt jetzt hier an, wenn wir das anschauen, zunächst einmal die Leute, die herausstehen, das ist alles nachgemacht von ihr, gekleidet und da hinten, da hervorn ratschen sie, der Hund ist da und hinten sitzen sie beim Mittagessen zusammen, der eine bringt die Spaghetti, der Wirt und die anderen haben schon was zum Essen da und unter der Laube sitzen sie, wo die Weinreben noch dort sind, sogar mit einem Sänger auf der Seite. Aber auch da herum, dieses Marienrelief, das neben die geschlossenen Fensterlehne ist, wunderschön gemacht. Und wenn man auch die Dachziegel anschaut, wie man es von Italien, von Neapel her gewohnt ist. Dann hier die Frau, die die Maroni verkauft und Brot für die anderen, der Messerschleifer, der Bäcker, die Neugierige, die rausschaut aus dem Fenster, was los ist, sogar Strümpf hängen da dort. Wunderschön zum Anschauen, bis zum ein bisschen verrauchten Kamin da drum. Und hier eine kleine Dachterrasse, wo was heraus steht und die kleine Katz liegt dort und auch da drüben liegt eine und da herum, wenn wir nochmal da her schauen, da laufen die Ratzen gerade so rum. Aber auch hier die Kleinigkeiten wieder, nämlich da sitzt der Maus und schnapuliert, daher hinten hängen wir beim Metzger in Italien die Sachen heraus, die Würst, der Schinken, alles Mögliche, dann da der Käse und Obststand, dann der Gemüsehändler und da hinten dann erst das Geschehen der Heiligen Nacht. Ganz abseits Maria und Josef und Jesuskind in der Krippe. Und nur die Hirten klangen hier. Die anderen nehmen das gar nicht wahr. Das ist für uns eine Anfrage. Wie schaut es denn aus? Nehmen wir vor lauter andere Dinge das Eigentliche gar nicht mehr so auf in unser Herz. Das ist doch wunderschön. Und auch da oben der Storch, der die Jungen füttert. So wollen wir auch an diesem Abend beten und auf den schauen, den man suchen muss in den neapolitanischen Grippen. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch an diesem Abend, in dieser Nacht, der gute und treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab vom Himmel auf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss
und Riegel vor. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Für dich Gott.